Schönen guten Nachmittag. Wir wollen heute über Topologie sprechen und zwar nachdem wir die ersten drei Topologien, physikalische Topologien gesehen haben, Punkt-zu-Punkt-Topologie, die Bus-Topologie und die Stern-Topologie, wollen wir heute da etwas weitermachen. Ja? Also Punkt-zu-Punkt haben wir gesagt, ist zwar kein großes Netz, gell, ist aber Grundlage für andere Topologien. Gell? Also viele Punkt-zu-Punkt-Topologien zusammengenommen bilden eine andere Topologie. Unter anderem kann man dann, wenn wir ein zentrales Element haben und das Punkt-zu-Punkt mit den Endgeräten verknüpfen, einen Stern bauen. Gell? Und ja, und das ist dann etwas, was wir auch weiterbauen können. Gell? Und was auch im Einsatz ist. Weil die Bus-Topologie haben wir gesagt, geil, das ist zwar eine ganz interessante Sache, wir sparen Kabel, ist einfach, ist aber etwas anfällig und kann nicht allzu groß werden, geil, und auch die Leistung ist nicht so super, weil also die Bus-Topologie, das findet man heute im LAN kaum mehr, geil, das war aber die Topologie, die man eben vor dieser Installation mit diesem Twisted Pair Kabel vor allem gehabt hat, geil. Im Bus haben wir die Koaxialkabel, die wir einsetzen, gell? Oder vor allem Koaxialkabel im LAN, gell? Und im Stern haben wir heute im LAN vor allem Twisted Pair-Kabel, gell? Also alles Basis, also auf Kupferbasis. So, die nächste Topologie. Die nächste Topologie ist eine Weiterentwicklung der Stern-Topologie, und zwar die Baum-Topologie. Ja, was ist denn ein Baum? Ein Baum haben wir immer dann, wenn wir mehrere Sterne zusammenbauen. Wenn wir also irgendwo ein zentrales Element haben und wir gehen von dem ausgehend mehrere Sterne zusammenbauen, dann haben wir eine Baumtopologie. Ja, machen wir das ein bisschen größer. So. Also, wenn wir eine Topologie haben, wo wir also mehrere Sterne zusammenbauen, dann wird das ein Baum. Und wir sprechen von der Baumtopologie. Ja, die Baumtopologie, die setzen wir ganz massiv ein, und zwar in der Gebäudeverkabelung. Also in der Gebäudeverkabelung haben wir typischerweise Teile des Gebäudes in einem Stern dargestellt. Das kann ein Büro sein und ein Büro in einem Betrieb. Es kann aber auch eine Etage sein, und da können wir mehrere Etagen haben, und die zusammen bilden dann den Baum, der das ganze Gebäude eben darstellt. Gell? Und mit solchen Bäumen ist dann möglich, auch mit einer vertretbaren Umfang von Kabeln, eine Gesamtverkabelung eben zu machen. Gell? Ja, das da ist dann typischerweise Gebäudeverkabelung. Und unsere Schule ist auch so aufgebaut. Gell? Also, wo ist denn das zentrale Element? Das zentrale Element, da, das ist in der Schule im zweiten Stock, gell? Also das wäre auf 2.21. 2.21 Serverraum, dort drinnen sind die coolsten Switch des Hauses, und die bilden die Zentrale unseres Baums. Und draußen in den Räumen, in den Labors, finden wir 11 oder 12 sekundäre Switches, und diese sekundären Switch bilden dann einen Stern für die Umgebung dort, gell? Also für ein Labor und auch für die Klassen daneben oder auch für mehrere Labors zusammen, und das ist dann ein Stern. Gell? Ja, das ist eine feine Sache. Hat es uns ermöglicht, ein ganzes Gebäude, die ganze Schule zu verkabeln, gell? Ist ein großer Vorteil, hat aber auch ein paar Empfindlichkeiten. Und die Empfindlichkeit, die liegt wo denn? Die liegt wahrscheinlich in der Zentrale. Also die Zentrale, die kriegt alles ab. Also alles, was irgendjemand im Hause macht, egal ob das PCs sind, Server oder sonst steht,
jemand, das fließt zur Zentrale. Das heißt, hier brauchen wir ein Netz, ein starkes Netz. Und deshalb ist die Schule dann auch so entstanden, dass wir hier eine stärkere Technologie einsetzen als im Stern draußen. Weil im Stern, haben wir schon mal gesagt, dort ist die Schule mit Fast Ethernet, also 100 Megabit pro Sekunde, entstanden. Das Netz hin zum zweiten Stock zwischen den ganzen sekundären Switch zum zentralen Switch ist damals vor über 20 Jahren als Gigabit Ethernet entstanden. Gell? Und zum Glück, muss ich sagen. Gell? Okay? Wir sprechen da auch dann vom Backbone des Netzes, gell? Also das Rückgrat unseres Netzes. Und ja, das ist fein. Gell? Das Problem ist, ja, wenn man sich nicht so schön an das da hält, gell? Da ist zum Beispiel im Laufe der Jahre dann irgendwo ja die Anforderung kommen, ja, da wollen wir noch was dazuhängen, wir wollen Erweiterungen machen, gell? Okay, sagen wir, schön, passt. Wann können wir erweitern? Wenn irgendwo auf dem Switch noch freie Plätze sind, gell? Und wenn keine mehr sind, dann müssen wir halt noch einen Switch dazuhängen, gell? Oder einen ja, größeren Switch dort einbauen. Das Problem ist, wenn wir da nicht ein paar zusätzliche Ports brauchen, sondern ein ganzes Netz dazu bauen wollen, was müssten wir dann machen? Dann müssten wir ausgehend vom zweiten Stock eine Verbindung erstellen, einen neuen sekundären Switch aufbauen und von dort dann das Netz machen. Gell? Aber das ist eher umständlich, gell? Vor allem wenn wir ein ja, optisches Backbone haben, gell? Also da müssen wir dann eben diese Glasfasern oder eben Lichtwellenleiter verlegen und das ist dann nicht so einfach, gell? Und das da durchs Haus, gell? Also das wäre dann große Arbeit, gell? Und was macht man dann? Dann geht man oft einen einfacheren Weg, gell? Und ja, der einfachere Weg ist der, dass man eben nicht brav vom zweiten Stockhaus startet, sondern man startet irgendwo, wo man halt Netz hat, gell? Also, wenn wir hier einen sekundären Switch haben, dann nehmen wir hier einfach das Netz ab, gell? Und dann starten wir und bauen ein weiteres Netz, einen weiteren Knoten und ja, dann entsteht ein solches Netz. Also ein Netz, das noch tiefer ist, gell? Also nicht nur zentraler Switch und die sekundären Switch, sondern dann haben wir plötzlich tertiäre Switch, die am sekundären Switch dann verbunden sind und dann geht es zum zentralen. Gell? Ja, und solche Verbindungen, das sind die sind ein Flaschenhals. Gell? Da muss man aufpassen, die funktionieren nicht so gut wie solche, die eben am sekundären Switch hängen. Und ja, und dann hat es sogar noch einen ganz schlimmen Fall gegeben, gell? Da hat man sowas gebaut. Und dann hat man hier noch einen Switch dran gehängt, da ist man noch eine Tiefe, uiuiui, gell? Also noch eine Ebene tiefer ist man gegangen, weil doch, so, hat man sowas gebaut. Und das ist nicht gut, das sollte man nicht machen, gell? Okay. Also in der Bibliothek hat man vor über 20 Jahren geplant, dass es nur Bücher gäbe, gell? Kein Netz. Also hat man in der Bibliothek einen Netzanschluss gemacht, aber nur einen und nicht einen Switch, gell? Also ist die Bibliothek ein solcher Endpunkt gewesen, der bei einem sekundären Switch eben dran war. Also die Idee, in der Bibliothek kann man einen PC aufstellen, passt, gell? Aber dann ist der Wunsch gekommen, dass wir in der Bibliothek nicht einen PC haben, sondern eben mehrere. Was macht man dann? Dann ist man nicht vom zweiten Stock weggegangen, hat dann zur Bibliothek hin dann noch einen solchen sekundären Switch aufgebaut, sondern hat dort in der Bibliothek einfach einen Switch an einem solchen Endpunkt da dran gehängt. Und sagt man doch, okay, ist ein Kompromiss, gell, ist also sowas, gell. Aber dann ist die Bibliothek her und hat gesagt, ja Moment mal, wir wollen nicht ein Netz, wir wollen eigentlich zwei. Dann hat es an einem Ende der Bibliothek ein Netz gegeben,
das eben da dran gehangen ist. Und dann hat man am anderen Ende der Bibliothek noch eines da gehabt. Jetzt hat man plötzlich dann vier Ebenen gehabt. Ist nicht so gut gegangen. Also, wenn man da so in die Tiefe geht, das sind Sünden, das darf man nicht machen, gell? Okay, also das geht dann nicht gut, das geht auf die Leistung und kann das ganze Netz dann auch stören, gell? Ja, das ist eine große Schwierigkeit, oder, ja, und da ist man selber schuld. Okay, also das ist nicht, dass die Baumtopologie schuld ist, das macht man selber, wenn man sowas macht. Und, ja, was kann denn noch ein Problem sein? Ein Problem ist natürlich die Zentrale, gell? Also die Zentrale, wenn die ausfällt, dann ist alles vorbei, dann geht nichts mehr, okay? Also wenn man hier unabhängige Netze hätte, gell, und früher hat man das in der Schule auch so gemacht, Internet war noch kein Thema, gell, und dann hat man einfach in jedem Raum ein Netz gehabt, einen kleinen Server, und jeder Raum hat für sich existiert. Jeder hat für jeden Raum ein eigenes Login und Passwort gehabt, gell, das war dann auch lustig, gell. Aber jeder Raum war unabhängig. Und das ist heute nicht mehr, gell. Man hat ein großes Netz, und das ist auch selbstverständlich, ist überall so, gell. Und man muss zentrale Hardware einsetzen, die entsprechende Sicherheit bietet. Man spricht dann auch von Hardware-Redundanz, gell. Also da sind dann Switch drinnen, die eben eine andere Qualität haben, als man früher gehabt hat, gell. Und dann geht es entsprechend auch recht gut, gell. Ja, wollen wir noch ein bisschen die Eigenschaften anschauen. So, nicht zu viel schütteln. Und zwar machen wir das wieder ein bisschen kleiner. Eigenschaften. Okay, also, da steht mal bei den Vorteilen. Ja, der Ausfall eines Endgerätes, eines Platz, hat keine Konsequenzen. Ja, fürs Netz nicht, gell. Jetzt natürlich, wenn da ein Dienst drauf ist am Endgerät, das, wenn das ein Server ist, gell, dann geht halt dieser Dienst nicht mehr, was der Server bietet, gell. Und der Computer, ja, der auch für jemand da ist, der geht halt auch nicht mehr. Aber fürs Netz selbst ist ein Endgerät kein Problem, das stimmt. Dann strukturelle Erweiterbarkeit, ja, haben wir gesagt, gell, also wenn wir da parallel mehr Ports haben und dann noch was anschließen, dann passt es, gell, wir dürfen nur nicht in die Tiefe gehen, gell, also das mag er nicht. Große Entfernungen realisierbar, gell, okay, ja, muss man ein bisschen aufpassen, das stimmt schon, gell, also wenn man da von einem zentralen Punkt aus, gell, zu einem sekundären Switch fährt und dort fährt man dann weiter, dann können wir größere Netze bauen, das ist diese Idee, gell, und ja, natürlich, wenn das Gebäude zu groß wird, dann hilft es auch nicht mehr, gell? Dann geht man auch nicht dann noch andere Sachen dran schließen und dran schließen, gell? Okay, Eignung für Such- und Sortieralgorithmus, da denkt man ans Routing und so, gell? Ja, Nachteil. Also beim Ausfall eines Verteilers, gell, also innerer Knoten, der zentrale Switch, gell, typischerweise, gell, dann geht gar nichts mehr. Okay? Und sonst, wenn in einem unteren sekundären Switch ein Ausfall ist, dann fällt halt dieser Teil dann aus. Gell, okay? Das hat er mit dem Stern gemeinsam. Noch ab. Zur Wurzel hin kann es bedingt durch die Bäume definierte Bisektion zu Engpässen kommen. Okay? Ja, das haben wir gesagt, der zentrale Switch und seine Verbindungen, die sind eben stark belastet, gell, und nicht vergebens haben wir also damals vor über 20 Jahren doch dann Gigabit Ethernet eingesetzt, das war ja Nonplusultra zu der Zeit, und haben ein stärkeres Backbone-Netz gehabt, gell, also das Rückgrat des Netzes ist etwas stärker geplant gewesen. Ja, und Bäume mit zunehmender Tiefe, das ist das Problem, gell, okay, die funktionieren dann nicht mehr gut, gell, das sollte man vermeiden. Ja, das, ja, da gehen sie dann noch so ein bisschen rechnen und Eigenschaften und so weiter, gell, und das wollen wir dann nicht weiter vertiefen, gell, aber wichtig sind eben diese Eigenschaften, gell. Ja, für was braucht man die Bäume? Für Gebäudeverkabelungen. Gell, also wenn wir ein kleines Büro haben oder bei uns zu Hause, werden wir keinen Baum bauen wahrscheinlich, gell, aber in einem Gebäude sehr wohl. Okay? Jo. Das waren die Bäume.